Für mich geht es tatsächlich in ein paar Tagen wieder zurück ins Disneyland, deswegen bewerten wir wieder Disney-Filme und ich darf die Reihenfolge wieder nicht verändern. Okay, schauen wir mal, was ich als erstes bekomme. Fluch der Karibik. Oh mein Gott, okay, ich mag Fluch der Karibik echt gerne, okay, ich schwöre. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Disney-Filmen würde ich jetzt auch mal 4 geben. Okay, ich weiß, ihr werdet mich so hassen dafür. Machen wir lieber schnell weiter. Ich hoffe, ihr verkraftet das ganz gut. Turning Red, den habe ich vor kurzem gesehen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an, der ist nämlich richtig cute. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist eher so Platz 3. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Hoffentlich geht das jetzt so weiter. Das große Krabbeln. Oh, ein Klassiker. Liebe ich, liebe ich, liebe ich, liebe ich. Aber ich würde sagen Platz 2, falls noch irgendeiner von meinen Lieblingsfilmen kommt. Leute, es läuft richtig gut gerade. Winnie Pooh, Das versaut jetzt ein bisschen. Ich mag Winnie Pooh richtig gerne. Voll die Kindheit, so süß. Aber ich gebe ihm Platz 5, was aber echt weh tut. Aber jetzt hoffentlich kommt jetzt einer meiner Lieblingsfilme. Also ich hoffe jetzt ernsthaft, dass es das wert war. Hook, oh mein Gott. Ihr wisst ja, ich bin der größte Peter Pan-Fan, deswegen...